Wie kannst du in deine 360-Grad-Aufnahmen solche 3D-Titles reintracken oder andere Bilder, die du reinsetzen willst? Wenn du dir mein kostenloses Begleitprojekt zu 360-Grad-Videos runtergeladen hast, findest du es übrigens in der Timeline 3D-Tracking. Ansonsten kannst du wie normal auch eine 2x1-Timeline anlegen, haust da dein Equi-Rectangular-Footage rein, also das, was schön verzerrt aussieht, und dann gehst du mit dem Ding in Fusion. In Fusion möchtest du zuallererst einen LED-Long-Patcher holen und den auf Extract stellen. Jetzt hast du ein 1x1-Bild, was du mit dem Kameratracker ausstatten kannst. Also hol dir mit Shift-Space einen Kameratracker rein und fang an, deine Szene zu tracken. Hier ist es wichtig, dass du wirklich nur die Umgebung mittrackst und keine Personen, die sich bewegen, oder Autos. Nach dem Tracking gehst du in den Kameratab, gibst dort eine Focal Length von ungefähr 7 mm ein und setzt die Werte für Höhe und Breite des Ausgangssensors gleich. Ich kopiere mir da immer die Width auf die Height. Und dann geht's schon in den nächsten Tab und da klickst du einfach nur auf Solve und alles, was unter 1 rauskommt, ist geil. Wenn du bei dem Solver einen Wert über 1 bekommst, dann solltest du zuallererst deinen Track-Error weiter runternehmen und die Tracks, die es jetzt automatisch markiert hat, löschen, weil die springen sowieso die ganze Zeit. Und dann hab nochmal ein Auge auf deine Timeline, damit dein Tracker nicht an irgendwas klebt, was sich doch bewegt, oder an irgendeiner Kante von dem Ding. Aber wenn du einen Wert unter 1 hast, dann geht es jetzt ans Exportieren. Und dazu klickst du einfach in den nächsten Tab und auf Export. Jetzt flanscht es uns hier so eine Notgruppe hin und die brauchen wir nicht unbedingt, aber wir brauchen die Daten von der 3D-Kamera und der Point Cloud. Denn wir wollen uns jetzt eine neue 3D-Szene mit einer Spherical Kamera erstellen und die Point Cloud nutzen wir, um unsere 3D-Objekte in 3D dahin zu positionieren, wo wir sie haben wollen. Wir suchen uns also mit Shift Space eine Spherical Kamera und eine Merge 3D raus. Mergen die Spherical Kamera mit der Point Cloud und schließen einen Render 3D an. In dem Render 3D stellen wir die Kamera auf Spherical Camera und den Render Type auf OpenGL und denk daran, dass du im Image noch das Ganze durch 2 rechnen musst wegen dem Bug, den die Spherical Camera hat, der uns quasi den Render 3D in doppelter Auflösung ausgibt. Okay, und jetzt kommt das Allerwichtigste. Wir verbinden den Kameratracker mit unserer sphärischen Kamera. Klick dazu auf die sphärische Kamera und geh in die Translation. Und hier klicke mit Rechtsklick auf X und wähle Connect to Camera 3D X Offset. Und das gleiche machst du mit Y und Z. Jetzt bewegt sich schon mal deine 360-Grad-Kamera im Raum. Aber falls sich deine Kamera vorher rotiert hat, brauchen wir ja noch die richtige Rotation. Und dafür gehen wir in die Rotation und verbinden diese über Connect to X Rotation und Y-Rotation und Z-Rotation genauso. Jetzt bewegt sich deine 360-Grad-Kamera mit dem originalen Clip mit. Und jetzt können wir ganz einfach den Output von unserem Media-In mit dem Render 3D mergen. Aber bis jetzt ist ja unsere 3D-Szene noch leer, also lass uns das mal ändern, indem wir da 3D-Text reinballern. Wir holen uns also zum Beispiel einen Text 3D rein, verbinden den in die Merge 3D, wo auch die Point Cloud drin steckt, und schieben ihn in 3D an die Stelle, wo wir ihn haben wollen. Für gerade Bilder kannst du einfach die Image Plane 3D nehmen und diese an einen bestimmten Punkt bringen. Und jetzt siehst du, wie dein 3D-Text sich mitbewegt. Und wenn 3D in DaVinci Resolve für dich komplettes Neuland ist, da habe ich hier eine Playlist für dich, die dir alles von Grund auf erzählt, selbst wenn du Anfänger bist. Have fun, bis zum nächsten Video, Kameramagier. Ciao.